Dann fragt Gabi, kauft ihr Grüntee immer am gleichen Standort oder wovon hängt der Einkauf ab? Ja, wir versuchen immer die gleichen Lieferanten auszuwählen. Das hat einfache Gründe. Die Teeauswahl, also der Einkauf, ist sehr komplex. Wir haben sehr viel zu probieren, ne? Also unser Verkostungstresen hier, den wir neu gemacht haben, das, was ihr hier hinten seht, diese ganzen Dosen, das sind alles einzelne kleine Rohwaren, die wir dann zusammenmischen. Das heißt, je weniger Aufwand wir haben, desto einfacher ist das auch. Und wir möchten natürlich eine Kontinuität haben. Das heißt, wenn wir einen bestimmten Tee definieren, wie zum Beispiel Japan Genmaicha, dann wollen wir, dass der jedes Jahr so schmeckt, nur eben natürlich in frisch. Und deswegen versuchen wir immer mit den gleichen Lieferanten zusammenzuarbeiten. Das hat auch was damit zu tun, wenn wir zum Beispiel über Rückstände sprechen. Ne, das ist ja auch ein Thema im Tee. Das heißt, in den Ländern selber gibt es vielleicht andere Gesetzgebungen, die vielleicht Pestizideinsatz erlauben. Ne, in China und in Indien ist das nicht verwunderlich. Und wenn wir eben mit so einem Lieferanten zusammenarbeiten und sagen, ne, hör auf, dieses zu verwenden, nimm lieber das hier oder wie können wir den Prozess anpassen, dann machen wir das ja nicht nur für einmal, sondern dann wollen wir Kontinuität. Das heißt, ja, ich würde sagen, etwa 90% unserer Rohwaren, also Tee und Zutaten, kaufen wir immer bei den gleichen Lieferanten. Es gibt so ein paar Sachen, die verändern sich dann ab und zu.